Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und Jesus Christus, unserem Herrn. Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Lieblings-Adventslied in Kindertagen war »Morgen, Kinder, wird's was geben«. Meine Mutter sang es mir oft vor, wenn ich ungeduldig wurde und Weihnachten herbeisehnte. Zugegeben, die Zeile »21 Mal werden wir noch wach, heißer, dann ist Weihnachtstag« hörte sich vielleicht gesungen etwas holprig an. Auch konnte ich mit der Zahl an sich eher wenig anfangen. Wie viel sind 21 Tage? Aber dennoch gab mir die Zeile in diesem Lied das beruhigende Gefühl, dass die Wartezeit endlich war, dass sich die Tage herunterzählten bis zu dem ersehnten Fest. Sie machte mir das Warten ein klein bisschen leichter. Was aber ist, wenn wir die Tage nicht herunterzählen können, bis das Erhoffte eintritt? Im vergangenen Jahr um diese Zeit hörten wir vom Licht am Ende des Tunnels. Gemeint war der zu erwartende Beginn der Impfungen. Dass zwar das Licht schon zu sehen sei, aber die Länge des Tunnels noch nicht ausgemacht, das wurde auch gesagt, ehrlicherweise. Und doch hofften, so vermute ich, die meisten unter uns, dass die Zeit nicht mehr zu lang wären würde, in der wir uns wie in einem Tunnel fühlen. 12 Monate später ist diese Hoffnung arg gebeutelt. Die Zeit wird lang und länger. Und das Warten zehrt an den Nerven, macht erschöpft, müde und dünnhäutig. Wenn es um das Warten auch über lange Fristen geht, hören wir im Neuen Testament immer wieder die Aufforderung zur Geduld. So heißt es im Jakobusbrief: So seid nun geduldig, Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Hier, wie auch an anderen Stellen, wird das Hohelied der Geduld gesungen. Und immer geht es dabei konkret um die Geduld im Warten auf die Wiederkunft Jesu Christi. Die allererste Generation derer, die an Jesus Christus glaubten, war sich sicher, er würde noch zu ihren Lebzeiten wiederkommen. Und dann würde er endgültig die Herrschaft über die Welt haben. Würden sein Reich, das Reich Gottes, Frieden ohne Ende, sich durchsetzen. Nun aber lebt schon die dritte Generation in den Gemeinden. Jesus Christus ist nicht wiedergekommen, zumindest nicht so, wie sie es erwartet haben, als Herrscher und Weltenrichter. Und von Frieden ist in ihrem Leben auch wenig zu merken. Und was ist nun mit der verheißenen Wiederkunft Jesu Christi und dem Anbruch des Reiches Gottes? Die Zeit wird ihnen lang. Und da hilft, so wird ihnen gesagt, nur Geduld. Geduld zu bewahren hat aber eine wesentliche Voraussetzung. Sie beruht auf dem festen Vertrauen, dass das, worauf ich warte, auch irgendwann tatsächlich eintreten wird. Geduld im Warten auf Jesus Christus hat ihren Grund in dem Vertrauen, dass seine Zusage wahr ist, dass er kommt. Und wenn ich mich mit jemandem verabrede und ich habe das feste Vertrauen, dass er mich nicht versetzen wird, kann ich in Geduld warten, wenn er sich verspätet. Was aber ist, wenn ich mir dessen nicht sicher bin? Ich zumindest werde dann unruhig, schaue alle 2 Minuten auf die Uhr, die Zeit wird mir lang. Geduld braucht Vertrauen in das Erwartete oder in den, der das Erwartete verbürgt oder bringen wird. Das ist ihr Wurzelgrund. Vielleicht fällt uns die Geduld in diesen Tagen im Miteinander, in Diskussionen, im Aushalten der so veränderten Lebenssituationen auch deshalb so schwer, weil das Vertrauen bei vielen Menschen kleiner geworden ist. In politische Entscheidungen, in die Selbstverständlichkeit des Lebens in Demokratie und unter Wahrung der Grundrechte, in die Möglichkeiten eines Diskurses, der nicht Menschen gegeneinander aufbringt. Und dennoch, Geduld ist die Kunst des langen Atems in Zeiten, die uns lang werden. Im deutschen Wort Geduld steckt das Dulden, die Fähigkeit, auch frustrierende, bedrängende Situationen, Not, Leid auszuhalten. Zugleich bedeutet geduldig zu sein, die eigenen Aggressionen, Zorn, Wut,
Empörung im Zaum zu halten. Denn das ist das größte Problem der Ungeduld, dass sie schnell zu übereilten, unfairen, ungerechten Worten und Handlungen führt. Wenn ich in diesen Tagen die Geduld verliere in Diskussionen, ist es schnell zu, dass ich Porzellan zerschlage und Bindungen, Beziehungen dadurch auch schwer belaste. Geduld bewirkt im Miteinander eine grundlegende Haltung der Achtung, geboren aus dem Wissen um die eigene Fehlbarkeit und die Grenzen des eigenen Wissens und Tuns. Seufzt nicht wiedereinander, auf das ihr nicht gerichtet werdet. So heißt es auch im Jakobusbrief. Ich nehme mir vor, mir diesen Satz immer wieder zu sagen in diesen Tagen. Geduld zu haben heißt nach neutestamentlichem Verständnis nicht, untätig zu sein, resignativ die Hände in den Schoß zu legen. Aber es heißt zu unterscheiden zwischen dem, was ich tun kann und auch muss, und dem, was nicht in meiner Hand liegt, was ich lassen muss. Und es heißt auch, die rechte Zeit für alles abzuwarten. Im Jakobusbrief erscheint das Handeln eines Bauern als Beispiel für eine geduldige Haltung. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Geduld und das Gespür für Wachstum gehören zusammen. Hetz mal den Apfelreif, hatte ein kluger Kopf, ich weiß nicht mehr wer, die Absurdität aller Ungeduld im Zusammenhang mit Wachstum in der Natur auf den Punkt gebracht. Im Blick auf jeden Garten, bei jeder Frau, die ein Kind erwartet, auch bei Kindern, leuchtet uns ein, Wachstum braucht seine Zeit. Soweit gut und richtig. Aber was ist, wenn die Zeit gekommen ist? Es gibt die Geduld als Gabe des Heiligen Geistes, als eine Haltung, in die wir uns mit seiner Hilfe einüben können, die warten, abwarten, aushalten kann, auch wenn die Zeit lang wird und die behutsam und bedacht in Worten und Taten ist. Aber es gibt auch eine Art heiliger Ungeduld, wenn die Zeit gekommen ist, etwas zu tun, etwas zu sagen. Vor etwa 70 Jahren hat Erich Kästner geschrieben, rundheraus, das alte Jahr war keine ausgesprochene Postkartenschönheit, beileibe nicht. Und das Neue? Wir wollen es abwarten. Wollen wir es abwarten? Nein, wir wollen es nicht abwarten. Wenn Millionen Menschen nicht nur neben, sondern im Miteinander leben wollen, kommt es auf das Verhalten der Millionen, kommt es auf jeden und jede an, nicht auf die Instanzen. Jeder ist mitverantwortlich für das, was geschieht und für das, was unterbleibt. Und jeder von uns und euch muss es spüren, wenn die Mitverantwortung neben ihn tritt und schweigend wartet. Wartet, dass er handle, helfe, spreche, sich weigere oder empöre. Je nachdem. Heilige Ungeduld, das ist, wenn ich mir die Sehnsucht nicht abkaufen lasse. Das ist anders, anders und neu werden kann mit uns. Und dass ich etwas dazu tun kann. Und unter oder hinter allem an der Sehnsucht festhalte, die singt, O Heiland, reiß die Himmel auf. Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt? O komm, ach komm. Die an der Sehnsucht des Advents festhält, dass Jesus Christus kommt und wir seine Nähe erfahren. Dass er kommt zu uns, mitten in die lang gewordene Zeit. Oder besser noch, dass wir die Augen öffnen und sehen, er ist längst da. Und dass er uns durch seinen Geist stärkt, weiter einander Mut zu machen und nicht die Herzen und Seelen zu beschweren, füreinander zu hoffen, zu vertrauen, zu beten. Dass wir einander auch im Streit dieser Tage achten und um einen gemeinsamen Weg ringen, mit klaren Worten und erkennbaren Positionen in der Sache, mit Versöhnlichkeit und Friedfertigkeit in der Auseinandersetzung. Dass wir sagen und tun, was an uns ist, auf das tatsächlich eines Tages alle,
oder zumindest viele, die wir jetzt so verschiedene Auffassungen und Sichtweisen haben, zusammen am Ende des Tunnels stehen können und ins Licht schauen. Dazu helfe uns der, der da ist, der da war und der da kommt, Jesus Christus. Amen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.